Während wir jetzt auf die Tanks warten, können wir hier das Muster schon mal weitermachen. Du bist die obere rechte Ecke, okay. Und du bist kein Ganzes, du bist nur ein Platzhalter. Ting, ting. So, also hier die Tanks hin. Da die Tanks hin, da die Tanks hin. Wobei hier der Platz schon ein bisschen eng ist. Also würde ich sagen, veranschlagen wir als Platz für die Tanks. Das wäre der ganze Block. Mit den Platzhaltern. So. Das ist der gesamte Block, wo die Tanks rein sollen. Das heißt, wir können die Tanks hier hinpacken. In diesem aufgespannten Viereck. In der Mitte. Da müssten schon mal vier oder so Tanks hinpassen. Und dann können wir hier unten schon die ersten Chemical Plants reinsetzen. Die wir noch gar nicht haben, ne? Beleuchtung haben wir noch nicht. Bauen wir mal ein paar... Wow. Kattenschwanz. Bauen wir mal ein paar davon und gib uns bitte Licht. So. So. Raffinerien sind wichtig. Die müssen leuchten. Pumpjacks sind nicht ganz so wichtig, aber die leuchten auch mal. Gut. Ein Licht in der Dunkelheit. Da oben flackern die Kerzen. ja gut. Das dauert aber echt ganz schön lange. Was kann ich währenddessen Produktives machen? Ich könnte Bäume fällen, aber das ist so eine Sache. Ich könnte das Muster weiterbauen, aber es wird langsam ein wenig lästig. Ich denke, ich mache jetzt echt nur das, was nötig ist. Und dann, sobald es mit den Ölsachen da unten steht, kann ich ja auch mit den blauen Tränken anfangen. Und dann kann ich auch bald die Substations bauen. Dann spare ich mir das Ganze hier. Und habe dann zig Millionen Electric Poles, die kein Mensch braucht. Du bist mein Sorgenkind. Ja, bist du wirklich. Sah bis vor kurzem noch so gut aus. Also ich habe noch zwei Tränke, die ich reintun kann, aber das macht jetzt nicht wirklich so den Unterschied. Und brech die bitte mal ab. So, weil... Wir haben hier ein paar grüne Chips, das dürfte das Ganze ein wenig vereinfachen. Genau, nur die Capacitators da fehlen. Das heißt, der Schritt wäre jetzt... Wir nehmen das Petroleum direkt. Stellen dann Schwefel her, richtig? Okay, warte mal, hier war... Das heißt, hier unten kämen die Petroleum... Chemical Labs hin. Weg, 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 weg. So, also hier in die Reihe würden die kommen. Passen die nebeneinander? Nicht mit dem Platzhaltermuster. Aber so könnten wir sie machen und später, wenn die Platzhalter nicht mehr notwendig sind, könnten wir theoretisch vier Stück hier nebeneinander setzen, die sich dann aber wahrscheinlich verbinden würden und so weiter. Also müssen wir gucken. Erstmal hätte ich gerne hier hinten Batterie. Nein, ich hätte gerne Schwefelsäure. Stimmt, wir brauchen noch einen ganzen Blockabschnitt für Schwefelsäure. Und wir brauchen da hinten noch einen Blockabschnitt, der sehr klein ist zugegeben. Aber wir brauchen ihn trotzdem für Lubricant. Für die roten Engines, für Skynet. Skynet 3.0 wäre das dann, ne? Ich glaube schon. ja, das bräuchten wir. Das heißt, du stellst jetzt bitte erstmal her Schwefelsäure. Dafür brauchst du eine Kiste voll mit Eisenplatten. Da. Was? Achso, stopp. Nee, 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 nee. Wir brauchen erstmal Schwefel. Du. Genau, Petroleumgas und Wasser. Petroleumgas ist kein Problem. Wasser... Das war sauberes Wasser, ne? Nee, jupp. Clean Water. Okay, das wird dann unsere erste Reinigungsanlage hier oben. Wobei wir für mehrere Rezepte Wasser brauchen, also soll ich das gleich ein bisschen ausbauen. Das heißt, hier kommt eine richtig gut geplante Anlage hin mit großen Wassertanks, die dann auch stark genug ist, um später alle Ölgeschichten mit Wasser zu versorgen. Aber auch nur die Ölgeschichten.
Ja, also das Ding, was ich jetzt hier aufbaue, ist nur für die ganzen Ölgeschichten und Chemical Plants und was weiß ich. Wir brauchen auch noch Wasser für andere Fabriken hier oben. Aber was soll ich denn mit einer eigenständigen Wasserversorgung machen? Ich will nicht, dass wieder alles zusammengewurstelt wird. Das ist nicht so schön. Also, bau bitte davon welche. Bau bitte Liquid Handler. Was ist das? 30 Rotorblätter? Also ja, es ist einigermaßen realistisch, dass irgendwelche Maschinen auch mit vielen Einzelteilen funktionieren. Aber das ist schon krass. Na gut, du arbeite mal. Ich baue währenddessen das Ding hier auf. Einmal da. Einmal da. Zweimal Dreckwasser sollte reichen. So, das wird ja nicht hier verarbeitet zu sauberem Wasser. Deswegen sollten wir erst den Fluidhändler hinbauen. Wobei, warte, das muss dann ja wieder so gemacht werden, ne? Das heißt, hier kommen jetzt drei Liquid-Händler hin. Wenn der dann irgendwann mal fertig ist mit seinen zigtausend Subkomponenten da. Und dann auch noch selber lange braucht. Da wurde definitiv viel geändert. Na komm, na komm. Flop, so. Rezepte. Wir können Sand als... Hä? Ja, stimmt. Ich kann jetzt hier nicht drei nebeneinander bauen. Zum einen brauchen wir erstmal Strom. Und ich kann nicht drei nebeneinander bauen, weil ich hätte ganz gerne Sand für die Sandmauern. Ja, das heißt, du produzierst jetzt... Was? Randomized? Was ist das Gelbe? Da ist das Gold? Hä? Verlockend. Vor allem, wir kriegen da auch random Eisen raus. Das heißt, theoretisch, wenn wir gar kein Eisen mehr haben in unserer Umgebung und nicht expandieren können, ist das die Notfalllösung, wie man an ganz kleine Mengen Eisen rankommt. Das finde ich sehr schön gelöst. Also man kann es dann höchstwahrscheinlich auch wieder ausnutzen. Aber wer solche Sachen ausnutzt, ne, der muss mit seinem Gewissen leben. Aber ich denke, es ist wirklich primär dafür da, dass wenn man an so eine Sackgasse kommt, wie ich ja fast gekommen wäre in der letzten Staffel, dass man es damit dann umgehen kann. Langsam, sehr langsam, aber man kann es umgehen. Und das passt auch so zu dem restlichen Thema von diesem ganzen Upgrade jetzt von Ditech, dass es alles ein wenig schwieriger geworden ist, ja, aber die Sackgassen wurden entfernt. Es ist dann halt nur sehr, sehr unangenehm. So, wir können Tanks bauen, das ist sehr gut. Was wollte ich nach den Tanks bauen? Lab Efficiency oder die Speed-Module? Brauch ungefähr gleich lang. Du brauchst aber wesentlich mehr Science Packs. Doppelt so viele. Achso, und danach müsste ich eh erstmal nochmal die Speed-Module 1 erforschen. Nee, die kann ich dann gleich bauen. 20% mehr Speed. Wir könnten also in die Trankfabriken 2 reintun, aber bei 40% mehr Speed. Ja, mach mal. Ist okay. So, du kriegst jetzt ein Ärmchen und eine Stahlkiste. Und du machst mir jetzt bitte das Randomized-Ding. Ich will mal gucken, wie viel dabei rauskommt. Achso, und du brauchst natürlich auch noch jetzt die Abzweigung für das Wasser. Du brauchst eigentlich auch ein paar Tanks. Wo waren die Tanks? Da waren die Tanks. Die brauchten Stahl, richtig? Ja, brauchten sie. Also, ein davor. Tank, Tank. Wo hau ich das hin? Also, das Wasser muss jetzt hier eigentlich erstmal nur da hinten hin. Das heißt, ich mache einfach ganz viele Untergrunddinger. Und hoffe, dass es einigermaßen aufgeht. Die kann ich ja später immer noch umbauen. Das ist ja nicht so schlimm. Das mit dem Doppelklick nervt gerade ein wenig. So. Darunter da hoch. So, sauberes Wasser. Sauberes Wasser hast du. So, jetzt fehlt das Petroleumgas. Kommt darunter, geht darunter, geht...
da hoch. Baue mehr davon. Dann gehst da runter, kommst da hoch. So. Aha, Schwefel. Gut, Schwefel. Das ist jetzt nicht gut. Ich dachte, wir könnten jetzt eine Fabrik dazwischen klemmen und die Fabrik macht dann für uns die Schwefelsäure. Aber so einfach geht das nicht. Das heißt, ich mache jetzt hier den Block hin für Schwefelsäure. Und ich baue dann direkt da dran. Weg mit ihr. Direkt da dran die andere Fabrik. So. Und jetzt brauche ich nur ein langes Ärmchen. Ein langes Ärmchen, habe ich gesagt. Genau. Das heißt, Schwefel wird jetzt rausgenommen, da reingelegt. Und du machst bitte Schwefelsäure. Dafür brauchst du ebenfalls Wasser. Das heißt, wir knabbern hier einmal Wasser ab. Und so fängt das Wassergewusel an. Du gehst dann runter bis... Oh, Wald. Du gehst hier runter, du gehst da hoch, du gehst da so. Wasser? Wasser. Wasser ist da, Schwefel ist jetzt immer da, weil, ne, dass da produziert wird. Eisenplatten, das werden wir jetzt immer von Hand machen müssen. Und daran wird es auch zwischendurch immer wieder mangeln. Das heißt, wo ist meine Stahlkiste? Du gehörst damit rein. Ich hätte schön, wenn ich jetzt eine Stahlkiste gehabt, aber na gut. Du, da, Eisen. So, Schwefelsäure ist in Arbeit. Ist fertig. Das heißt, die Schwefelsäure-Tanks werden ein bisschen unterhalb der anderen Tanks liegen. Ja. Also die anderen Tanks waren ja hier geplant. Die Schwefelsäure-Tanks werden dann hier sein. Außer ich setze die ganze Fabrik höher. Nee, ist okay. Ich sollte jetzt möglichst schnell die Batterie-Chemical-Plant bauen. Das hat... Was fehlt? Eisen. Ja, das habe ich gerade alles. Nee, nicht da rausnehmen. Komm, geh dahin, wo die gelagert werden sollen. Da, wie viel Eisen haben wir drin? 1000. 1000 Eisenplatten. Klingt jetzt viel, aber es sind nur 5 Stacks. Die sind doch recht schnell weg. Ah ja, Hauptsache es läuft ein bisschen. So, gib mir das. Was steht noch still? Du brauchst Ärmchen. Ärmchen. Du läufst, du läufst. So, du hast kein Kupfer. Bitteschön. Der Rest scheint soweit okay zu sein. Ja. Du kriegst nochmal einen Stack. Du kriegst einen Stack, damit wir immer schön Stahl haben. Die Module sind in Arbeit. Brauch aber halt, weil, ne, seht ihr ja. Aber ich könnte ihn ein bisschen unterstützen. Bau doch einfach mal da welche von. Meine Transport-Spells neigen sich langsam. Oh. Neigen sich langsam dem Ende. Ja, nicht wirklich. Gib mir die da. Tu die. Wow, 200 grüne Chips. Das ist ein schöner Anblick. Tu das da rein. Gib mir das. Und welche Seite war grün? Die Seite war grün. So ein kleines bisschen helfen wenigstens. Weil je schneller die Forschung fertig wird, desto schneller werden die zukünftigen Forschungen fertig. Weil die halt alle gleich Speed-Module bekommen. Und ihr habt 2 Slots, ja. Ah ne, nicht gar nicht. Die bekommen keine Speed-Module. Die sind jetzt noch nicht ausgelastet. Die hier bekommen Speed-Module. Was kostet eigentlich die nächste... Wow. Nein, was kostet die nächste Fabrikanlage? Und unter was war das? Electronics? Nein. Advanced Electronics? Nein. Hier, Automation. Automation 3 bräuchte 100 hellblaue Tränke. Benötigt Speedmodule. Hey, was ein Zufall. Das erforschen wir ja gerade. Und ist zeitlich gesehen auch okay. Das Zinkding zum Beispiel hatte ja 100 gebraucht. Wäre also machbar.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft soweit alles wie geplant. Und wir haben immer noch keinen Angriff gehabt, weil wir halt keinen Smog generieren. Das ist super praktisch. Wir sind hier total undercover. Aber ich denke, die werden sich trotzdem random ausbreiten. Und irgendwann merken sie halt, hey, wir können uns nicht nach da ausbreiten. Da ist so ein komisches, steinernes Ding, das nicht natürlich aussieht. Lass mal dran rumknabbern. Dann geht das ganze Spektakel los. Kann ich jetzt den Chemical-Dings bauen? Ja, bau. Brich den bitte ab. Und ach. Ja, mach das mal. Das heißt, wir brauchen das Muster. Dann bräuchten wir eigentlich ein, zwei Tanks. Und dann kommt die erste Batteriefabrik. Und sobald wir Batteriefabrik haben, haben wir die hellblauen Tränke. Goodie, goodie, gut, gut. Du Platzhalter, du richtig.